wenn man zum politisch-literarischen Quartett eingeladen wird, dann war es zumindest bei mir so, dass ich mir selbst ein Buch aussuchen konnte und die Überlegung war, ein Buch, das ich noch nicht kenne. Also ich wollte nicht ein Buch vorstellen, das ich schon gelesen habe, sondern ich war neugierig und auf dieses Buch bin ich in verschiedenen Rezensionen gestoßen. Das ist von Ulrike Gero, Warum Europa eine Republik werden muss, eine politische, und jetzt sind wir wieder beim Wort, eine politische Utopie. Ulrike Gero ist eine Politikwissenschaftlerin, also eine deutschstämmige Politikwissenschaftlerin, hat nur einen französischen Namen, die unter anderem im European Democracy Lab orientiert war, die ganz lange in verschiedenen Thinktanks gearbeitet hat. Ich sage gleich dazu, das merkt man ein bisschen in dem Buch. Und die offensichtlich seit dem Frühjahr 2016 Professorin und Leiterin des Departments für Europapolitik und Demokratieforschung an der Donau-Universität Krems ist, also relativ nahe aktiv ist. Ich habe, wie gesagt, zwei Rezensionen des Buches gelesen, die mich sehr angesprochen haben, in guten Zeitungen, in der Süddeutschen und in der Taz. Und ich habe sie ganz kurz in meinem Fernsehen in einer Diskussion gesehen, wo sie gegen den sehr bekannten deutschen Politikwissenschaftler Herfried Münkler diskutiert hat und Münkler gegenüber den Utopiebegriff verteidigt hat. Und das hat mir auch sehr gut gefallen. Also das waren drei Punkte, die mich für das Buch sehr stark eingenommen haben. Ich will es nicht allzu spannend machen, ich bin von dem Buch sehr enttäuscht gewesen, wie ich es gelesen habe. Und das möchte ich im Einzelnen begründen. Das Buch ist in drei Teile gegliedert. Der erste Teil hat den Titel Über den Verlust der politischen Ästhetik. Ästhetik ist ein relativ wichtiger Begriff in dem Buch, der kommt relativ häufig vor, aber im Grunde geht es in diesem Teil darum, den Ist-Zustand der Europäischen Union zu kritisieren und verschiedene Bereiche dabei herauszugreifen. Der zweite Teil ist dann die Utopie. Also in die Utopie geht es um den Aufbau dieser Europäischen Republik. Sollte ich vielleicht auch noch dazu sagen, das habe ich auch angesprochen. Also diese Vorstellung, aus Europa eine Republik zu machen, das hat mir auch sehr gut gefallen. Sich mit einigen Gedanken, die ich selber hatte, getroffen. Und der dritte Teil ist ein sehr kurzer Teil. Das hat den lapidaren Titel Nachklapp und der hat zwei, drei so Unterkapitel. Auf das gehe ich noch ein. Ich werde jetzt ganz kurz oder relativ kurz die drei Teile vorstellen dieses Buches und anschließend dann meine Kritikpunkte formulieren. In diesem ersten Teil, also über den Verlust der politischen Ästhetik, geht es eigentlich wenig um politische Ästhetik. Es geht zum einen um eine politische Institutionenkritik, die ich für ganz berechtigt halte. Also sie kritisiert den Aufbau der Brüsseler Institutionen, wie diese Rat, Kommission, Parlament miteinander agieren. Sie sagt zwei Dinge vor allem. Erstens, das sind keine europäischen Institutionen, das ist ein Kritikpunkt. Also der Rat wird von den, wie wir alle wissen, von den europäischen Regierungen bestellt. Das Parlament wird nach nationalen Listen gewählt und nicht nach europäischen Listen. Jedes Land nominiert den eigenen Kommissar. Also das ist eigentlich kein europäisches Projekt in diesem Sinn. Und das Prinzip der Gewaltenteilung, das für den europäischen Verfassungsstaat ursprünglich ein ganz zentrales und natürlich auch für das politische System der USA ein ganz zentraler Punkt ist, das wird auch nicht eingehalten. Also das Parlament hat kein Initiativrecht. Der bürgerliche Gleichheitsgrundsatz wird durchbrochen, weil das Prinzip ein Bürger, eine Bürgerin, eine Stimme nicht gilt. Also wir wissen ja, bei den Wahlen zum Europäischen Parlament zählt die Stimme eines Maltesers oder einer Malteserin wesentlich mehr als die einer Deutschen oder eines Deutschen, um zwei Extreme zu nennen. Und dann gibt es noch diese Ebene der sozial- und wirtschaftspolitischen Kritik, das spielt auch noch eine große Rolle in diesem ersten Teil und da schreibt sie von einer, ich glaube auch zu Recht, von einer Schieflage, weil über Währung und Wirtschaft auf europäischer Ebene entschieden wird, währenddessen die Steuer- und die Sozialpolitik auf die nationale Ebene zurückfällt. Die EU, so lässt sich diese Kritik vielleicht zusammenfassen, hat keine Politik ausgebildet, die sich am Gemeinwohl orientiert. Es kommt zu einer zunehmenden Entfremdung zwischen den Bürgerinnen und der politischen Klasse. Das beschreibt sie ganz kurz. Ich habe mir ein paar Zitate ausgesucht, um auch einen Eindruck zu vermitteln, wie das Buch gewissermaßen textlich verfasst ist. Dazu schreibt sie:
also zu diesem Widerspruch Bürger, Bürgerinnen, politische Klasse. Die Bürger scheinen bereit zu sein, Europa aus der Abstraktionsebene zu heben und das nationale Brennglas beim europäischen Politikdesign zu zerschlagen. Die nationalen Politiker hingegen nicht. Die Bürger wollen effiziente Politik, die Politiker nationale Kompetenz. Diese Gegenüberstellung Bürger, Bürgerinnen, politische Klasse zieht sich auch wie so ein roter Faden durch das Buch, das kommt immer wieder vor. Sie sagt auch, diese Entfremdung führt längerfristig, und das ist auch schon zu beobachten, zu einer Polarisierung der europäischen Politik. Sie verwendet dafür eine historische Anspielung. Sie sagt, das ist eine Weimarisierung, also eine Wiederbelebung bestimmter Konstellationen der Weimarer Republik. Und eine dieser Ergebnisse dieser Politik ist der Rechtspopulismus. Und auch dazu schreibt sie immer wieder, einmal relativ schon zu Beginn, das möchte ich vorlesen, weil ich das für eines der, charakteristisch für eines der Grundprobleme dieses Buches halte. Sie schreibt dazu: Das soziale Problem Europas ist heute im Wesentlichen ein Stadt-Land- und ein Zentrum-Peripherie-Problem. In den verödeten und zersiedelten ländlichen Regionen wählen besonders viele Menschen die Rechtspopulisten, von UKIP über die FPÖ bis zum Front National. UKIP floriert im deindustrialisierten Norden Englands, der Front National in den strukturschwachen Regionen Frankreichs und die FPÖ in der Steiermark oder in Niederösterreich. Die einseitige Binnenmarktphilosophie, auf der die heutige EU beruht, treibt diese meist ländlichen Globalisierungsverlierer geradezu in den Populismus. Das stimmt, und es stimmt zum Teil aber auch wieder nicht. Das ist das Problem, und das zieht sich ein bisschen durch das Buch, dass ganz häufig ganz klare Aussagen getroffen werden. Wenn man diese Aussagen dann genauer hinterfragt, dann stellt man fest, da ist auch gleichzeitig viel Unrichtiges dabei. Also UKIP zum Beispiel war nicht nur im deindustrialisierten Norden Englands stark, sondern es gibt auch etliche Bezirke im Süden Englands, reichere Bezirke, wo UKIP sehr viel Anhängerschaft rekrutieren konnte und auch sehr viel Zustimmung bei Wahlen bekommen hat. Und das österreichische Beispiel, das wissen wir alle, ist überhaupt falsch, weil bei den letzten Landtagswahlen in Niederösterreich war die FPÖ verhältnismäßig schwach, während sie, ich glaube, bei 12-14%, während sie in Wien, also definitiv nicht in einer ländlichen Region, 30% hatte. Und im Burgenland. Und im Burgenland und auch in der Steiermark war die FPÖ schwächer als bei den Gemeinderats- und Landtagswahlen in Wien. Also eigentlich eine problematische Aussage, weil die Beispiele, die sie bringt, bei näherer Hinterfragung nicht stimmen, und das kommt öfter vor. Ich werde das noch an zwei, drei Beispielen später erläutern. Grundsätzlich, und das ist mir ja wiederum sympathisch, versucht das Buch halt eine proeuropäische Haltung zu fundieren jenseits der bestehenden politischen Strukturen der EU. Das ist, glaube ich, eh schon deutlich geworden. Und das wird dann ausgeführt im zweiten Teil des Buches, wo es darum geht, die Utopie dieser Europäischen Republik im Detail zu entwickeln. Was ich an dem Utopiebegriff grundsätzlich positiv finde, also jenseits dieses Buches, ist, dass Utopien ja eigentlich zum Denken in Alternativen beitragen. Das ist auch ein anderer Utopiebegriff, als den Polanyi verwendet hat, ganz offensichtlich. Das hätte er vielleicht sich mit Neurath austauschen sollen, der hat sehr viel über den Utopiebegriff geschrieben. Und da geht es eben darum, gedankliche Projektionen, gedankliche Modelle zu entwickeln, die dann auch die sozusagen zukünftige Entwicklung beeinflussen sollen und die das Denken der Menschen in Alternativen unterstützen, die gewissermaßen auch das Denken in Alternativen lehren sollen, wenn man so will. Und das finde ich ja grundsätzlich eine positive Herangehensweise. Ich finde, dass der Utopiebegriff ganz zu Unrecht so immer also eigentlich oft lächerlich gemacht wird, oder eigentlich reicht es ja oft schon, wenn man sagt, na, das ist eine Utopie, dass das Ganze vom Tisch ist. Also Utopien sind quasi nichts wert. Ich finde es positiv, grundsätzlich da einen anderen Zugang zu wählen. Zur Europäischen Republik. Ah ja, dieses Kapitel leitet sie übrigens ein mit dem Satz, den habe ich mal rausgeschrieben: wer mitmachen will, liest weiter, alle anderen können das Buch zur Seite legen. Also ich habe das Buch nicht zur Seite gelegt, weil ich ja das besprechen sollte. Das könnte man natürlich auch als eine gewisse Immunisierungsstrategie gegen Reviews oder gegen Besprechungen und gegen Kritik interpretieren.
Also es sollen nur noch die weiterlesen, die im gleichen Boot sind. Die Europäische Republik ist eine Republik, die dezentral, regional, postnational, sozial und demokratisch sein soll. Das sind die Schlüsselbegriffe. Da sind wahrscheinlich die meisten einverstanden, ich jedenfalls auch. Und diese Republik leitet sie auch her, das ist ein ganz interessantes Kapitel, so ein bisschen aus der europäischen Ideengeschichte. Das heißt, sie entwickelt einen modernen Republikanismus aus dem europäischen Kulturgut heraus. Da werden auch die entscheidenden politischen Theoretiker oder viele politische Theoretiker zitiert. Sie sagt auch, eigentlich ist dieser moderne Republikanismus ein authentischer Liberalismus. Diese Kritik kennen wir in der Ideengeschichte ja auch, also der Liberalismus hätte sozusagen seine Grundsätze verraten, weil, warum ist er authentisch, dieser Liberalismus? Weil er, also ein authentischer Liberalismus basiert auf dem Prinzip der Chancengleichheit, auf der Forcierung von Bildung, Bildung für alle, wenn man so will, und auf der sozialen Ermöglichung von politischer Teilhabe. Also so interpretiert sie den authentischen Liberalismus, und das sollte dieser moderne Republikanismus, wie sie das nennt, übernehmen. Und in diesem Rahmen kommt auch immer wieder vor, das ist auch so ein Argument, also viele Argumente kommen an verschiedenen Stellen immer wieder, dass die Politik sich stärker am Gemeinwohl orientieren muss, das nicht definiert wird, aber okay, das ist ein relativ fixer Begriff der politischen Debatte. Interessant ist, wie sieht die institutionelle Neugestaltung aus, die sie sich für die Europäische Union vorstellt. Das ist eigentlich relativ einfach. Sie meint, dass es einen europäischen Präsidenten oder eine europäische Präsidentin geben soll, direkt gewählt, als Chef oder Chefin der europäischen Regierung. Daneben einen Gerichtshof, also wir bewegen uns ganz klar im Spektrum der Gewaltenteilung, Legislative, das Parlament, das ebenfalls direkt gewählt ist, nur es handelt sich um ein Zweikammernparlament, ja, also im Gegensatz zum jetzigen Europäischen Parlament ein Zweikammernparlament, nämlich ein Abgeordnetenhaus, für das Prinzip gilt, sozusagen jede Stimme, die abgegeben wird, ist gleich viel wert. Und es gibt dann noch einen Senat, ich glaube, sie sagt Senat, jetzt muss ich ganz kurz mal schauen, genau, einen Senat als Repräsentant der Regionen. Und dieser Senat als Repräsentant der Regionen soll also diesem regionalen Prinzip gerecht werden. Die beiden bilden zusammen den Kongress, also der Senat der Regionen und das Abgeordnetenhaus bilden zusammen den Kongress. Das ist die Legislative, die Exekutive ist die Regierung, ist der direkt gewählte Präsident plus Regierung, und der Gerichtshof, der unabhängige Gerichtshof, bildet die dritte Gewalt, nämlich die Gerichtsbarkeit oder die Judikatur. Wer sich ein bisschen mit politischen Systemen auskennt, bei dem klingeln jetzt einige Glocken, das ist natürlich haarscharf das System, das wir in den Vereinigten Staaten von Amerika haben, und das wird auch an ein oder zwei Stellen explizit so benannt. Also das ist durchaus bewusst, dieses Anlehnen an dem amerikanischen System, zumindest was jetzt einmal diese Gewaltenteiligkeit betrifft. Interessant ist ein anderer Punkt, weil es geht ja bei der Europäischen Republik um ein postnationales Modell, also um welche Einheiten geht es eigentlich, was sind dann die entscheidenden Einheiten unter dieser Ebene der Europäischen Republik, das sind die Regionen und Städte. Die Regionen und Städte, weil sie argumentiert, hier haben wir es zu tun mit historisch gewachsenen, verankerten Identitäten, die gewissermaßen unter der Ebene des Nationalstaats liegen, also Regionen wie zum Beispiel das Elsass, das Baskenland, Städte wie Triest oder Venedig, man könnte das fortsetzen. Insgesamt geht sie davon aus, allerdings ohne das genau zu benennen, sie nennt das nur so beispielhaft, wie ich das jetzt hier mache, dass es rund 50 bis 60 Regionen und Städte geben wird, in denen dann die Senatorinnen und Senatoren für den Senat gewählt werden. Ein Zitat, die Europäische Republik, das schreibt sie ab einem gewissen Zeitpunkt immer Re und das HDP groß, also Republik, aber zusammengeschrieben nur mit großgeschriebenem P, die Europäische Republik der Zukunft wäre also ein horizontales Netzwerk aus autonomen Provinzen und Metropolen, die über eine einheitliche europäische Infrastruktur und einen zu definierenden,
fiskalischen Föderalismus miteinander verbunden sind. Über ihr Haupt spannt sich gleichsam der gemeinsame Rechtsrahmen einer europäischen Republik, der die Gleichheit, der die politische Gleichheit aller Bürger garantiert. Interessanterweise nennen Sie auch ein historisches Vorbild für dieses Zusammenwirken von regionalen Identitäten in einem größeren Staatsverband, das ist die Habsburger Monarchie. Darüber könnte man, wenn man sich mit der Nationalitätenpolitik in der Habsburger Monarchie mehr beschäftigt hat, unterschiedlicher Meinung sein. Allerdings sagt sie auch dazu, das muss man zu ihrer Entlastung sagen, das sollte eine moderne, eine europäische Variante davon sein, also eine Fortentwicklung. Sie sagt jetzt nicht, man soll die Habsburger Monarchie kopieren, also so ist es dann nicht. Ein Kapitel, das in diesem Buch, das in diesem, also ein Unterkapitel in diesem Kapitel über die Utopie, das eine Rolle spielt und das interessanterweise in gewisser Weise ein Brückenschlag zum Buch ist, das wir vorher gehört haben, nämlich das Kapitel über Wirtschaftspolitik in der Europäischen, über die künftige Wirtschaftspolitik in der Europäischen Republik, macht einige Referenzen explizit an Karl Polanyi. Mhm. Sie zitiert ihn an zwei, drei Stellen direkt. Sie weist darauf hin, dass der ideologische Charakter von Freihandel und Marktwirtschaft also in dieser Studie sehr scharfsinnig analysiert worden ist. Sie nutzt ihn also an einigen Stellen, um gegen das Wirtschaftsmodell der Marktwirtschaft und gegen den Binnenmarkt zu polemisieren. Und sie präsentiert die Europäische Republik so quasi als das paneuropäische Modell, das, wie sie sagt, Polanyi vor Augen gehabt haben könnte, wobei es ja, glaube ich, so war, dass Polanyi, aber da kannst du mich korrigieren, eigentlich davon ausgegangen ist, dass es das paneuropäische Modell nicht geben kann, so ob sich in Erinnerung, aber das ist jetzt ein Detail, das vielleicht nicht so wichtig ist. Diese neue europäische Wirtschaftsordnung ist jedenfalls auch eingebettet in eine neue politische Ordnung, das haben wir kennengelernt. Was sind die Stichworte dieser neuen sozialen und politischen Ordnung? Regionalisierung, Autonomie, Digitalisierung, also da gibt es durchaus so einen technophilen Zugang, Gemeinwohlbindung, soziale Kontrolle von Wirtschaft, das sind so Schlagworte, die auftauchen. Eigentlich geht es dabei, wenn man sich anschaut, was das für ein Demokratiemodell ist, das hinter dieser Republik steht, eigentlich um ein bestehendes Demokratiemodell. Ich weiß nicht, ob das bekannt ist, es gibt ja in Deutschland, ist das vor allem entstanden, so dieses Modell der sozialen Demokratie. Thomas Mayer war so ein bekannter oder ist so ein bekannter Theoretiker und es gibt auch in der Weimarer Republik schon einige Vorläufer. Da geht es eigentlich darum, um Chancengleichheit und politische Gleichheit. Also politische Gleichheit heißt nicht nur, dass alle wählen dürfen, sondern politische Gleichheit heißt, dass alle wirklich die gleichen Beteiligungsmöglichkeiten haben. Ja, da kommen dann so Dinge wie Bildung, Herkunft, Vermögen und so weiter noch dazu. Eine Verringerung der Schere von Einkommensungleichheiten und Vermögensungleichheiten, Bildung für alle. Und auch die Instrumente, die politischen Instrumente, die sie vorschlägt, passen sehr gut in dieses Modell. Sie ist für Erbschaftssteuern, sie spricht von einem europäischen Arbeitslosengeld und so weiter und so fort. Also das ist eigentlich ein Modell, wenn man so will, das existiert, das sie so nicht benennt, aber dem folgt sie doch relativ stark. Und sie hat auch bereits ein konkretes Datum, gewissermaßen eine Signalwirkung, wann es zur Ausrufung dieser Europäischen Republik kommen soll, nämlich am 8. Mai 2045. Warum? 100 Jahre Kriegsende natürlich, also 8. Mai 1945, dann sei es ein Zeitraum, wo gewissermaßen noch eine Generation Zeit sei, um das entsprechend vorzubereiten, auch die gedanklichen Prozesse entsprechend Zeit zu geben. Also das sind so Begründungen für diesen 8. Mai 2045. Und dann das dritte, ganz kurze Kapitel, Nachklapp. Das ist, wie gesagt, der kürzeste Teil des Buches. Hier beschäftigt sie sich unter anderem damit, dass das weibliche Europa, also das ist eine mythologische Figur, mit der männlich geprägten EU zu kontrastieren. Das ist allerdings so ein Unterkapitel, das eher auf seiner ästhetisch-kunstgeschichtlichen Ebene argumentiert. Zweitens versucht sie darzustellen, wer könnte, interessanterweise nämlich ein ganz wichtiger Punkt, wer könnte eigentlich der Akteur oder die Akteurin dieser Umgestaltung der Europäischen Union in eine europäische
Republik sein. Da kommt sie zu sprechen auf die Jugend. Gleichzeitig bei dem Datum, das du genannt hast. Gleichzeitig ist es natürlich so, dass sie selbst sieht und selbst sagt, dass die europäische Jugend ja eigentlich zweigeteilt ist. Also das weiß ich nicht, ob man sagen kann, zweigeteilt. Sie sagt es jedenfalls. Nämlich einerseits in einen Teil der Jugend, den sie als die Erasmus-Jugend bezeichnet, also als Überbegriff für den gebildeten, mobilen Teil der Jugend, der sich allerdings vom bürokratischen Europa, meint sie, ebenfalls entfernt und Politik fern wird, insofern, als dass sie sich für Machtfragen im engeren Sinn zu wenig interessieren, und den bildungsfernen Teil der Jugend, der ganz stark zum Populismus tendiert. Das ist ein bisschen ein widersprüchlicher Teil, nicht nur, wie ich das jetzt sage, sondern der Widerspruch ist, denke ich, schon im Buch angelegt, weil das ja eigentlich wieder ein Gegenargument ist, dass die Jugend zu einem wichtigen Akteur der Umgestaltung hin zu einer europäischen Republik werden kann. Gut, ich fasse meine Kritikpunkte zusammen, beziehungsweise führe sie noch ein bisschen aus. Wie gesagt, also ich will das sozusagen dieses Buch nicht verdammen. Das Buch hat auch ganz prominente Fürsprecher. Robert Menasse, der österreichische Autor, findet, das ist ein wunderbar anregendes Buch und es ist ein historisch wirksames Buch. Gemeinsam mit Robert Menasse, das habe ich vergessen zu erzählen am Anfang, also ein wichtiger Punkt, hat Ulrike Gero schon Jahre vor diesem Buch ein Manifest veröffentlicht, ein Manifest für eine europäische Republik, das in mehreren österreichischen, in mehreren Tageszeitungen abgedruckt war, unter anderem in der Presse. Ich habe das auch mit und mir ausgedruckt und gelesen. Das ist mehr oder weniger eine knappe Zusammenfassung und noch einmal Zuspitzung dieses Buches. Das heißt, das Buch hat, und ich habe auch von den positiven Rezensionen berichtet, also es ist keineswegs selbstverständlich, dieses Buch jetzt zu kritisieren, ich mache es trotzdem. Was kritisiere ich? Was mir an dem Buch nicht gefallen hat, das war die Sprache des Buches. Und zwar nicht, weil ich etwas gegen klare und verständliche Sprache habe, ganz im Gegenteil, ich finde das ganz wichtig, aber das ist eigentlich keine klare und verständliche Sprache, sondern es ist eine betont und inszeniert lockere Sprache, die immer wieder affirmativ von Dingen wie Megatrends spricht, über alle Themen, über die viel geschrieben wurde, sind Megatrends. Wenn ein Thema häufig behandelt wurde, dann füllt es immer gleich ganze Bibliotheken. Aussagen, die sie für selbstverständlich hält, die werden dann gleich in jeder OECD-Studie zitiert. Und so geht es weiter und weiter. Das wird mit der Zeit ein bisschen mühsam. Ein kurzes Beispiel für Analysen und auch für die Sprache, um das im Original zu verdeutlichen. Das, glaube ich, ist das letzte Zitat, das ich bringe. Das politische Europa, so es je existiert haben sollte, ist längst tot. Es starb schon lange, bevor das qualvolle EU-Sterben heute ins öffentliche Bewusstsein drang. Der Rückzug Frankreichs in die europäische Schmollecke seit nunmehr mindestens 10 Jahren überließ Europa den Deutschen. Doch die hatten 2006 ein Fußballmärchen, dann den Sieg von Lena beim Eurovision Song Contest, waren Land der Ingenieure, hatten dann ein Exportwunder und winkten ab. In der ganzen Zeit konnten die europäischen Banken und die Industrie den politisch verwaisten Raum vergnügt für ihre Zwecke nutzen und die systemischen Mängel des Euro ebenso wie die mangelnde Regulierung und mangelnde staatliche Aufsicht für ihre Export- und Lending-Party missbrauchen. Ja, selbst wenn man mit dem übereinstimmt, ich finde das nicht so toll. Gleichzeitig aber, jenseits dieser sprachlichen Fragen, sind in dem Buch eben auch viele Ungenauigkeiten und Fehler drinnen, und da wird es dann schon problematisch. Zu den Ungenauigkeiten ein Beispiel, also sie schreibt einmal an einer Stelle, 78% der Hartz-IV-Bezieher gehen nicht wählen. Also als Leser hätte ich zumindest gerne gewusst, was da die Quelle dafür ist. Ich kenne das nicht schon alleine, aber um zu erfahren, von welchen Wahlen spricht sie hier, also geht es hier um die Bundestagswahlen, geht es um Mecklenburg-Vorpommern oder um irgendeine Kommunalwahl. Also keine Ahnung, steht dann einfach so da, und das ist öfter so. Oder
Bei dem Kapitel über Wirtschaftspolitik, dem Unterkapitel über Wirtschaftspolitik, ist die Rede von der Suche nach einem dritten Weg zwischen Sozialismus und Kapitalismus, weil sie findet, die Europäische Republik, die stünde genau als dritter Weg zwischen Sozialismus und Kapitalismus. Und dazu schreibt sie wörtlich Folgendes, jetzt habe ich doch noch ein Zitat. Schließlich suchen wir nicht erst seit Tony Blair, Gerhard Schröder, Ralf Dahndorf und Anthony Giddens jenen berühmten Weg zwischen Sozialismus und Kapitalismus. Seite 180. Und eine Fußnote verweist dann noch auf Giddens Buch The Third Way, auf das sich, wie wir wissen, Schröder und Blair in der Folge ja bezogen haben. Aber in diesem Buch über den dritten Weg geht es eben dezidiert nicht um den dritten Weg zwischen Kapitalismus und Sozialismus, weil das ist für Giddens längst erledigt, diese Frage, sondern es geht um die Frage nach einem dritten Weg jenseits der alten Sozialdemokratie. Das ist nämlich eine wichtige Distanzierung, die er vornimmt. Deswegen hat das Schröder und Blair auch gefallen. Und Neoliberalismus, ja. Also, was soll man davon halten? Jeder, der das Giddens-Buch gelesen hat oder der auch nur die Debatte verfolgt hat, weiß das. Sie hat offensichtlich beides nicht gemacht. Zwei grundsätzliche Fragen schließe ich auch noch an. Da habe ich auch keine abschließende Antwort, aber zumindest eine Unsicherheit. Die sind Dinge, die bei ihr mit großer Sicherheit behauptet werden. Zum einen ist es wirklich so, dass ein künftiges Europa in diesem Sinne auf jeden Fall ein postnationales sein muss. Die Kritik am Nationalstaat ist schon richtig, ja, also natürlich, da sind Grenzen willkürlich gezogen worden, wir haben heute größere politische Ordnungen und wir kennen viele, viele negative Konsequenzen des Nationalstaats. Aber ist es tatsächlich so, also lassen sich 50 bis 60 europäische Regionen so eindeutig definieren, ganz ohne Probleme? Können nicht regionale Identitäten auch erfunden werden oder erfunden worden sein? Also ist das so eindeutig, ja, dass man immer weiß, also wer gehört zu welcher Region? Ist das so ein großes Plus der Region gegenüber dem Nationalstaat? Immerhin in einigen europäischen Ländern ist der Nationalstaat ja sehr stark mit der Gründung der Republik und der Demokratie verbunden. Ich weiß nicht, von welchen Regionen man das so behaupten kann. Also kurz gesagt, sind Regionen wirklich so historisch stabile, eindeutige Einheiten, dass sie gegenüber den nationalstaatlichen Grenzen so deutliche Vorteile bieten, oder ist das mit den europäischen Regionen nicht auch ein bisschen ein Mythos? Ja, das wäre also eine Frage, die ich an diese Selbstverständlichkeiten richten würde. Und eines der Standardargumente, ich bin jetzt fast schon fertig. Damit dann, ja. Und eines der Standardargumente, das sich auch durch das Buch zieht, ist, dass die europäischen Bürger, also es ist ein deutsches Buch, da gibt es keine weibliche Form, es ist im Dietz Verlag erschienen, also die europäischen Bürgerinnen und Bürger, ist es so, dass die wirklich grundsätzlich dafür sind, dass die nationalstaatlichen Grenzen aufgehoben werden und nur die politische Klasse hält sozusagen an diesem Konstrukt Nationalstaat fest? Die Stimmungen sprechen da ja nicht wirklich dafür. Also diese polare Gegenübersetzung von europäischen Bürgern einerseits und politischer Klasse andererseits, finde ich auch etwas fragwürdig. Ich fasse in drei Sätzen meine Kritik zusammen, wenn ich darf. Die Ulrike Gero benennt in diesem Buch einige gravierende Defizite der EU, wie zum Beispiel das Demokratiedefizit, die Problematik des Verhältnisses der Nationalstaaten zur Union, das Verhältnis Wirtschaftspolitik und so weiter. Und das sind ganz richtige Benennungen. Ihr Gegenprojekt, eine europäische Republik zu errichten, ist auch ein faszinierender Gedanke, finde ich. Und viele dieser Bestandteile dieses Gedankens tauchen ja auch in anderen Zusammenhängen, vertreten durch politische Akteure, durch Intellektuelle, gerade in der Wirtschafts- und Sozialpolitik immer wieder auf, bei der Neugestaltung der Europäischen Union. Aber leider muss ich sagen, dass die vielen Ungenauigkeiten, die Oberflächlichkeit, die glatten Fehler, die auftauchen und die mangelnde Konsequenz, mit der manches zu Ende gedacht wird, das Buch sehr, sehr angreifbar machen. Also kurz gesagt, ich finde, die faszinierende Idee der Europäischen Republik hätte ein besseres Buch verdient. Danke, Günther. Vielen herzlichen Dank. Nehmen wir uns 10 Minuten ungefähr Zeit. Wir sind ein bisschen über der Zeit, aber das ist manchmal so.
und versuchen dann doch über deine Präsentation, deine Vorstellung auch zu reden. Melanie, hast du eine Frage oder hast du eine Wortmeldung zu dem, was der Günther erzählt hat? Ja. Bitte. Mich würden zwei Fragen interessieren mit einem Fokus auf die zweite Frage. Also das Erste, was mich nochmal interessieren würde, und du hast es ja schon gesagt, also das, was sie vorschlägt, das Modell der Republik ist ja an einem US-amerikanischen Modell angelehnt. Jetzt wissen wir, dass das US-amerikanische Modell jetzt nicht unbedingt für gemeinwohlorientierte Politik steht. Also wie ist diese Verbindung oder wie wird diese Verbindung auch argumentiert, dass es diese Verbindung zwischen so einem System und Gemeinwohl gibt? Und das Zweite, was mich besonders interessieren würde, ist, wie sagt sie irgendetwas zu Grenzen? Also weil für mich wäre natürlich die spannende Frage eines postnationalen Projekts, wie mit Grenzen umgegangen wird. Und dann sehen wir jetzt, also genau, ich kann mir sehr gut, also dann Anführungszeichen eine Republik vorstellen, die eine Mauer um sich baut. Und ja, also dann hat man vielleicht im Inneren scheinbar demokratische Strukturen. Sagt sie dazu etwas? Okay. Darf ich dich bitten, Günther, nein, bitte nimm etwas kürzer zu antworten. Okay. Als die kann man ganz kurz beantworten, also, die Fragen. Also auf die USA nimmt sie konkret dann gar nicht mehr Bezug. Es ist aber, sie verweist natürlich darauf, was ins Auge sticht, dass das ein Modell ist, das an den USA orientiert ist. Ich glaube, ein wichtiger Punkt dabei ist einfach die sehr klare Gewaltenteilung. Die ist ja in der Tat in kaum einem politischen System so schön, sage ich jetzt wirklich unironisch, realisiert wie in den Vereinigten Staaten von Amerika. Aber was das mit Gemeinwohl zu tun hat, darauf geht sie eigentlich nicht mehr ein. Ein zweiter Widerspruch vielleicht wäre ja sogar auch noch, dass dieses immer wieder von ihr hervorgehobene, also sozusagen eine Stimme muss gleich viel wert sein, dass das ja gleichzeitig wieder durchbrochen wird durch die zweite Kammer. Das ist sowohl beim US-amerikanischen Senat ja so, wo eine Stimme in Vermont zum Beispiel, oder es gibt kleinere Bundesstaaten, viel mehr ist als eine in Kalifornien oder Texas. Und das ist natürlich dann auch diesem regional zusammengesetzten europäischen Senat wäre das so. Also wie gesagt, in Bezug zu den USA, der wird nicht näher ausgeführt, und zu den Grenzen, da ist es schon so, also sie sagt nichts Konkretes in dem Sinne zu den Grenzen, also wie die innereuropäischen regionalen Grenzen wären, aber weil du sagst Grenzen nach außen, da sagt sie schon, also das Europa als Europäische Republik, das ist das allerletzte Kapitel, das habe ich ein bisschen unterschlagen, es war schon spät, habe schon so lange geredet offensichtlich, dieses Europa sollte eine Avantgarde auf dem Weg zur Weltbürgergesellschaft sein. Gut. Was kann man da dagegen sagen? Da kann man nichts sagen. Man kann gegen vieles nicht sagen, außer gegen die offensichtlichen Fehler. Es ist natürlich faszinierend, dass heute solche Bücher geschrieben werden, also die so einen großen programmatischen Wurf bedeuten würden, eigentlich sehr vielleicht systematisch angelegt. Du hast es, ich meine, wir haben uns in Kosten gestürzt, dieses Buch jetzt bestellt und gekauft, und du hast es jetzt mehr oder weniger, sagen wir, dekonstruiert vor laufender Kamera. Warum sollten wir es kaufen und lesen? Warum sollten wir dieses Buch lesen? Kannst du da ein Argument nennen? Also ich bin mir nicht sicher, ob man das ganze Buch lesen muss. Ja? Also wenn man dieses... Kaufen kann man aber nur das Ganze. Also das wenn man dieses Manifest zur Begründung einer Europäischen Republik liest, dann kennt man die wesentlichen Inhalte. Die Gründe, die es gibt, sich damit auseinanderzusetzen, sind ganz sicher die, die mit der Utopie zusammenhängen, also dass man sozusagen das Denken in Alternativen schult, das sind Ansätze für Alternativen. Ich habe ja auch mehrfach versucht zu betonen, dass ich nicht alles Negative finde an diesem Buch, sondern dass ich den Entwurf an sich ja sehr mutig und sehr gut finde. Dass ich auch die Frage, wie die institutionelle Neuordnung Europas aussehen könnte, zumindest im Ansatz einmal ganz spannend finde. Das ist halt nicht originell, das haben viele andere auch schon gesagt, aber das ist auf jeden Fall meine eine Überlegung, die Sinn macht.
Und es ist sicherlich auch vieles, was in diesem Kapitel steht, in dem sehr massive, zum Teil sehr polemische Kritik an der real existierenden EU, wenn ich das jetzt mal so nennen darf, geübt wird. Das ist sicher auch etwas, was sehr, sehr vielen gefällt. Ja? Also ich möchte nur sagen, die Rezensenten, Rezensentinnen in der Süddeutschen und in der Taz, die haben das sehr gut gefunden, haben ein paar kleine Kritikpunkte auch gehabt, aber die haben halt gefunden, dass das sehr stark, also dass man das so gerne liest und dass das das Denken beflügelt. Und vielleicht ist das auch so, ja, dass man auf dieser Basis weiterdenken kann. Nur wenn man es kritisch liest, stellen sich halt auch viele Fragen. Das ist auch nicht notwendigerweise schlecht. Man denkt fröhlich mit, freut sich an der klaren Vision und will dann gleich an die Arbeit gehen. An die Arbeit der Errichtung der Europäischen Republik. Robert das ist der Klappentext. Achso, ja. Robert ja. Menasse. Ja. Okay. Also so kann man das Buch auch sehen. Es ist vielleicht eine Besonderheit, dass ich das so gar nicht so positiv gesehen habe. Ich glaube, ich habe es begründet. Wir hatten ja, glaube ich, auch nicht die Aufgabe, Kaufempfehlungen für ein Buch. Nein, nein. Nein, überhaupt nicht. Dennoch würde ich euch jetzt beide bitten, ganz kurz den Titel, die Autorin, Autor, den Autor zu erwähnen und den Verlag einfach zur Kamera zu zeigen, damit später also dann Ulrike das Gero, warum genau. Europa eine Republik werden muss, eine politische Utopie. Das ist ein ganz neues Buch, 2016, im Dietz Verlag. Dietz Verlag, danke. Das ist, glaube ich, ein bisschen älter. Genau. Vielleicht auch in die Kamera. Karl Polanyi. The Great Transformation, politische und ökonomische Ursprünge von Gesellschaften und Wirtschaftssystemen, 1944 im Original erschienen und auf Deutsch bei Suhrkamp. Vielen herzlichen Dank euch beiden. Wir machen eine kurze Pause.